ich glaube, 10 Minuten führen wir 2-0, kassieren dann ein blödes Tor, gehen wieder in Führung. Und dann sitzen wir in der Kabine und wissen eigentlich nicht so recht, dass es wie die das 3-3 gemacht haben. Ja, und in der Halbzeit nehmen wir uns vor, weiter Gas zu geben. Und wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, dann denke ich, können wir jeden in der Liga schlagen. War sicherlich spannender, als wir uns das Score erhofft hatten nach der frühen Führung, nach der frühen Doppelführung. Sind wirklich super aus der Kabine gekommen, das Spiel klar dominiert, mit sehr viel Tempo gestartet. Konnten das nicht aufrechterhalten, haben es dann nicht geschafft, Ruhe ins Spiel zu bekommen, was ein bisschen schade ist, weil wir den Gegner zu Konterchancen eingeladen haben. Darauf waren sie eigentlich nur aus. Da müssen wir viel besser im Ballbesitz sein. Das ist natürlich schade, dass man 4 Gegentore kassiert, aber letztendlich ist mir es heute total egal, wenn wir 5 schießen. Natürlich, wenn man nach 7 Minuten 2-0 in Führung geht, da will man die Führung bis zur Pause halten. Aber dann gehen wir sozusagen durch 0-0 in die Pause, ist noch alles offen. Dann hatten wir gleich nach der Halbzeit eine gute Chance durch Thomas. Da haben wir gewusst, dass in dem Spiel wir gewinnen können. Und das haben wir dann auch gut umgesetzt und dann haben wir auch, denke ich, verdient gewonnen. Die Woche über haben wir viel gehört, von wegen, ja, die Stürmer treffen nicht und bla bla. Aber wir zwei sind beide schon lange genug dabei. Wir wissen, wie es ist. Wenn du mal eine längere Zeit nicht triffst, dann wirst du schnell kritisiert. Heute haben wir es, glaube ich, einigen gezeigt. Auch Nils reingekommen, Tor gemacht. Ja, wir freuen uns für uns beide gegenseitig und hoffentlich geht es weiter so. Ja, auf jeden Fall. Das kann ich nur wiedergeben, was Penny gesagt hat. Man sieht auch, dass wir uns gemeinsam freuen, ja, und nicht gegeneinander spielen oder sonst was, was dann auch so ein bisschen hochkommt. Man sieht, wir stehen nebeneinander, wir freuen uns miteinander und deswegen gewinnen wir auch dieses Spiel zusammen. Man hat aber gesehen, dass wir heute komplett mit der Mannschaft den Plan umgesetzt haben, auch offensiv gut zu spielen. Deswegen kommen die Chancen zustande und deswegen kann man die dann natürlich auch letztendlich reinmachen. Ja, man muss mit jeder Situation denken. Ich habe mir gewünscht, dass ich ein Tor mache, das habe ich gemacht. Und ich habe mir gehofft, dass wir gewinnen, das haben wir auch gemacht, deswegen bin ich heute umso glücklicher. Ja, wir haben ja immer denselben Plan. Also wir wollen unseren Plan durchbringen, das meine ich. Und von dem her trainiert man natürlich auch jetzt nicht total die unterschiedlichen Dinge. Und ja, der Trainer hat es auch gesagt, wir müssen halt Geduld haben. Ja. Und heute hat es geklappt, aber trotz aller Euphorie haben wir natürlich direkt das nächste Spiel vor der Brust. Und da müssen wir uns jetzt drauf konzentrieren. Ja, für die ganze Mannschaft, dann bei uns ist das egal, wer die Tore macht. Ich glaube, wir arbeiten alle sehr viel, wir laufen für den anderen. Freut es mich oder ich glaube auch die Mannschaft, dass alle getroffen haben vorne. Tom Weiland 3 Assists gemacht. Und jetzt gehen wir mit breiter Brust am Dienstag nach Düsseldorf. Ja, das zeigt, dass ich nicht immer Schwachsinn erzähle. Das ist ja schon mal, ganz positiv, dass ich manchmal auch recht behalte. Mir ist natürlich lieber, wenn wir das ein bisschen ruhiger angehen lassen, defensiv, wenn wir als Mannschaft kompakter verteidigen. Aber ich glaube, es war einfach wichtig, jetzt in die englische Woche gut reinzukommen mit 3 Punkten. Wir haben jetzt noch 2 sehr schwere Spiele, 3 Spiele in 7 Tagen. Das ist wichtig, gut zu starten. Das ist uns gelungen, deswegen können wir alle zufrieden sein.